Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Let's Play The Forest. So, wir müssen jetzt mal gucken. Wir haben unser Haus das letzte Mal fertiggestellt. Unser kleines, wo man nicht hochkommt. Was ich natürlich noch sagen muss an dem Spiel ist, ich weiß nicht, wie lange ich dieses Spiel überhaupt noch machen werde, weil ich muss sagen, es ist schön, es hat Potenzial, das Spiel, aber man muss echt sagen, es ist trotzdem noch, finde ich, für mich her nicht das Spiel, was ich jetzt lange spielen werde, muss unbedingt da, wie soll ich sagen, ja, also, nee, also das ist nicht so unbedingt meins und ich würde sagen, das jetzt ja, da ist ein Boot, das ist doch das Spiel, was ungefähr für mich ist, weil ich gehe jetzt im Boot hin. Seit wann ist da ein Boot? Sagt mir das mal einer. Da gehen wir jetzt mal hin. Also es macht Spaß, aber manchmal denke ich schon so, dieses Bauen, es ist nicht viel, was man machen kann. Also man baut, wenn man, sag ich mal, das Haus, wie ich gebaut habe und vielleicht eine Mauer noch da, was soll man dann machen, ne? So viel ist ja da nicht. Okay, da ist eine Höhle da hinten, da könnten wir mal reingehen. Aber erstmal will ich Sachen haben, natürlich. Ich laufe übers Wasser. Das ist ja gut, dass hier ein Boot ist. Und das Boot ist verbuggt. Das ist ja super. Weil eigentlich gibt es hier immer Sachen, die man sich nehmen kann. Auch das ja. Hier zum Beispiel Garn war da eigentlich, laut dem, was ich weiß, das ist jetzt aber scheiße. Dann gibt's mal. Was ist da jetzt gerade passiert? Load Game würde jetzt nichts mehr bringen, oder? Das wird. Oh. Ich bin gestorben. Weil das blöde Boot nicht aktiviert war. Das gibt's doch nicht. Das ist doch Schweinekram, ey. Ich sag noch, das Spiel, das fordert mich. Und dann passiert sowas auf einmal. Boah. Das. Mal schauen, was ist es jetzt? Ich hab. Oh. Mit einem. Nee, komm. Fängt echt gut an. 3 Minuten gespielt. Und schon sterbe ich. Ich frag mich jetzt, ob irgendwas. Wo ich spawn. Ha! Sehr schön. Haha. Guck mal, habe ich das Spiel ausgetrickst und habe natürlich gespeichert gehabt. Ich weiß zwar nicht, ob man so das Spiel spielt. Ist das Boot denn noch da? Das wäre jetzt meine andere Frage. Nee, guckt. Das Boot ist nicht mehr da. Das heißt, das war ein Fehler. Wahrscheinlich. Das ist ja mal interessant, du. Aber vielleicht steht hier ja irgendwo jetzt ein Boot. Also, dass ein Hai so am Land schon war. Ich war ja. Wie weit war ich weg? Das war ja nichts. Ich will trotzdem auf dem Boot. Und wenn ich jetzt die ganze Insel absuchen muss. Weil auf dem Boot gibt es Sachen, die. Die kriege ich nicht einfach mal so. Also mal dich noch. Komm, nehme ich ein paar Körperteile noch mit. Huch, ne, mit dem Arm will ich nichts anfangen. Da bin ich aber gestorben, nun. Ich wunderte mich schon, das Boot war so verbuggt. Das gehörte bestimmt nicht dahin.
Aber dass ich jetzt weiter anfange, ich hätte das Spiel machen sollen, so einmal sterben ist das Spiel aus, so. So hätte ich das echt spielen sollen, weil das wäre auch ein bisschen Ansporn für mich gewesen, aber habe ich nicht so gemacht. Jetzt suche ich das Boot. Wenn das Boot hier gibt, dann ist cool. Aber muss es natürlich nicht. So, den Ball werfe ich mal. Den brauche ich zwar nicht, aber wenn da jetzt wieder ein Ball drin ist. Eine Taschenlampe. Oh. Cool. Ich habe gedacht, da höre ich jemanden. Da nochmal wieder. Da ist die Axt. Aha. Komm, bitte sei irgendwo ein Boot. Weil das finde ich schon schön. Nee. Soll ich einmal um die ganze Insel laufen jetzt? Kann ich machen. Kein Problem damit. Und ich muss dann halt rechtzeitig auch wieder zurück sein, dass ich nicht dann irgendwie abkratze. Ich wage es einfach mal. So, hier noch ein paar Sachen mit. Ich habe doch auch einen Molotow-Cocktail, ne? Genau. Und jetzt auch noch eine Taschenlampe. Das ist natürlich super. Nehme ich mal hier die Flaschen mit. Guck mal, die ganzen Sachen sind alle wieder da. Und ich habe doch schon den Spieß. Also ist. Habe ich theoretisch das Spiel ausgetrickst, oder wie? Dass ich hier sage, hier. Spiel, ich, stimmt, da war ja der Tod. Oder soll ich mal landwärts eingehen? Ich habe doch jetzt mein Hauszeichen da, ne? Joa. Weißt du was? Wir gucken einfach mal landwärts ein. Was es hier so gibt. Okay, hier muss ich aufpassen. Hier ist nämlich dieser Baum wieder. Mal schauen, was es hier gibt. Toll. 3 Minuten gespielt. Kam Hai. Frisst mich. Super. 5 Tage hatte ich überlebt. Das ist natürlich wenig. Finde ich. Ich hätte, glaube ich, mehr geschafft. Ist das das Flugzeug da hinten? Nein, ist es nicht. Dö. Das ist natürlich auch cool. Nee, lass ich mal. So viele Zelte. Verbrannte. Hier gehe ich weg. Da gehe ich weg. Weil ich weiß nicht. Hier scheint irgendwo ein Luftzug zu sein. Irgendwie eine Untergrundhöhle. Und hier ist ein kaputter Baum auch. Genau. Wie ich schon mal gehabt habe. Und wo komme ich hier aus? Musik? Oh, ich fühle mich gar nicht wohl. Ist das hier irgendwie Lebenswasser oder so für die? Wieso kommt auf einmal jetzt Musik? Oh, mein Leben. Deshalb schwimme ich jetzt auch mal bis zu der Seite, weil ich weiß nicht genau, was passiert. Wieso kommt auf einmal jetzt Musik? Options? Sonst kam noch nie die Musik. Hä? Da bin ich hier in so einer Safe Zone. Dass die hier nicht hinkommen, weil das irgendwie das heilige Wasser ist oder so. Ich weiß es nicht. Oh. Da ist das Flugzeug. Das heißt, ich bin hier. Ja, jetzt die Musik wieder weg. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben, dass da unten die Musik kommt. Was mich natürlich auch interessieren würde. Kann man eigentlich den Sohn finden?